Na gut, kann ich wieder in die andere Welt? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nice. Hallöchen, meine Kleine. Wow. Haha. Wie schön. Tja. Mehr gegangen, würde ich sagen. War ja gar nicht so schlimm mit den Puppen. War ja nicht so schlimm. Zum Glück. Jetzt gehen wir halt wieder zum Porträt. Das. Okay, ich sage jetzt mal, es atmet. Da haben wir auch noch was zum Aufmachen. Schauen wir mal. Ja, du rollst noch immer. Wie schön. Oh. Okay. Oh. Na toll. Und wir sind da. Auf der Stiche besonders hier. Ja. Naja, klar. Ich gehe trotzdem weiter, wenn es dich nicht stört. Ich vergeht schon langsam das Lachen. Oh. Okay. Dann gehen wir mal so entlang. Das ist wenigstens schön rot. Und da hätten wir eine wunderschöne Puppe. Schönes Flackern und so alles. Und da sind wir auch schon wieder. Tja. Wahnsinn. Der hat sich einfach wieder sturzbetrunken gemacht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja eine Frechheit. Wieso musst du immer so viel trinken, mein Freund? Das tut dir einfach nicht gut. Und dann ist eh klar, dass da so viele scheiß Puppen dann sind und so. Du scheiß miese Drecksau, ich stich dich ab, Alter. Wegen dir musste ich den Horror durchmachen, nur du hast halt einfach gesoffen, Alter. Okay. Da ist sie. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem dorthin, oder? Oh, wie süß. Ich nehme dir das ab. Ich würde sagen, der Boogeyman, der schwarze Mann. Ich kann es leider nicht aufmachen. Ich würde dir gerne helfen. Aber es geht leider nicht. Nein, sag mir jetzt bitte nicht, du musst mich dann wieder umdrehen. Über was bin ich jetzt da gerade drüber gestiegen? Oh, die Tür schaut viel besser aus. Die machen wir jetzt auf. Oh. Was für eine wunderschöne Puppe. Mir vergeht, glaube ich, langsam schon das Spielen. Toll. Wirklich schön. Schönes Kinderzimmer. Und wir müssen da drin irgendwas machen. Schauen wir mal, die Klätzchen, die können weggeräumt. Meine Liebe. Sollten wir. Irgendwas ist jetzt hier passiert. Wie sie mich alle anstarren, werde ich irgendwie. Hätte ich irgendwie eine Tat vollbracht, eine schwerliegende. Ja, schon, aber ich nicht. Wieso ist das hier dann so gemein zu mir? So, komm, mach. Ja, komm. Jetzt schaffst du nicht einmal so eine scheiß verfickte Tür aufzumachen. Oh, und. Einmal. Und. Fuck. Jetzt. Da ist jetzt eh nichts drin, weil ich glaube, oh, da ist doch was drin, aber das können wir leider nicht mitnehmen. Auf
vielleicht können wir da jetzt wenigstens was machen. Und dann schauen wir halt zu. Machen. Oh. Was müssen wir denn da machen? Wir können ja da nicht halten. Machen wir das Licht aus, ja? Können wir das Licht ausmachen? Ich glaube nicht. Aber da hätten wir einen Schlüssel. Na dann. Ein Schlüssel ist nicht immer so schlecht. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht den Schlüssel da benutzen können bei dem. Für was brauchen wir sonst einen scheiß Schlüssel, wenn wir da eh nichts aufmachen können? Okay, dann spielen wir halt wieder. Und jetzt ist keine Musik mehr da, oder wie? Jetzt ist da die Musik vergangen, mein Püppchen, hm? Aber zu, dass hier niemand ein bisschen herumstalken kann mit der Kleidung und so. Spielen wir mal. Na, wie schön. Spielen wir mal. Was da wohl rauskommen wird. Ich kann nichts machen. Okay. Wie schön. Da hätten wir noch eine Zeichnung. Flauschige Fälscher lachen über mich, liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Wieso ist hier kein Spielzeug erlaubt? Was bist du für ein Vater? Können wir jetzt da vielleicht wenigstens die Türen aufmachen? Nein. Da vielleicht. Da hätten wir vielleicht was machen können. Da auch nicht. Schauen wir mal. Oh. Okay. Da hat jemand geschossen auf uns. Aufmachen können wir noch immer nicht. Aber vielleicht ist das jetzt wenigstens offen. Was haben wir denn da noch Schönes? Da haben wir ein wunderschönes Bild und so. Und jetzt machen wir uns schon langsam Sorgen, was wir denn machen müssen. Vielleicht da irgendwie was. Ja. Damals. Und boom! Ja, geh komm! Bitte dreh dich nicht. Na. Hör auf dich zu drehen. Wie schön, wie schön. Toll. Ah, der Clown. Ist süß. Der Hund schon wieder. Oh oh. Ja, jetzt wird schon langsam dunkel. Schön. Wo sind die ganzen Puppen hin? Ah, da was. Da war eine Puppe zum Beispiel. Oh, wie nett. Oh, wie süß. Und jetzt geht's ein bisschen schneller. Und jetzt geht's wieder langsamer. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da steht niemand auf dich. Coole Sache und weg von mir. Und nice. Und noch nicht in your face? Okay. Ah, wie schön. Und wir sind wieder zurück. Ah ja. Tolles Kinderzimmer, was ich nicht gerne nochmal betreten möchte.
Kannst nicht die scheiß verdammte Tür aufmachen. Ah, wunderschöne Augen und so. Ach ja, Leute. Damit dann auch wieder. Ja, drehen wir den vielleicht da noch. Nein, können wir nicht. Machen wir da mal was auf. Da haben wir eine Zeitung. Ah, ja, ich sehe schon. Dieses kleine Kind ist anscheinend zwischen zwei Sachen. Also es muss sich vielleicht zwischen zwei Sachen entscheiden oder zwischen zwei Welten. Kann auch möglich sein. Ich würde sagen, müssen wir da vielleicht jetzt nochmal was machen oder... Wie schaut's jetzt aus mit dem Bild? Da hat sich noch nichts geändert. Wie schaut's da aus? Nein, da können wir auch nichts machen. Gehen wir mal da so rundherum wieder. Nö. Gehen wir mal da auf. Nein. Und da. Nein. Und wie schaut's da aus? Nein. Und... Nein! Ah, da ist was. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Okay, okay, verstehe. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir jetzt endlich wieder zurückkommen. Oh! Gehen wir ran. Wie nett. Ah ja, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, das schaut so ein bisschen sehr ramponiert aus. Und wir haben das nächste geschafft. Nur noch drei Runden. Na dann. Und... Aha. Nicht immer so schlecht, das Bild. Und der Raum schaut jetzt auch nicht immer so schlecht aus. Ich würde sagen, schauen wir uns mal kurz um. Müssen wir halt nur mal kurz warten, Ladezeit und so alles, bla bla bla. Es dauert hier ein bisschen. Und wärst du so freundlich? Ladezeit mäßig so Ende. Ladevorgang beendet, 100%. Das ist das mit 1.0.0 und dann so ein kleines Kreisal, Strichal, wieder ein kleines Kreisal. Dankeschön. Sind wir wirklich bereit? Aber wir haben noch drei Runden. Na dann.